Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dishonored, die Maske des Zorns. Ja, da vorne sehen wir schon den Lord Pendleton, da drin ist Sokolov, ihr seht diesen kleinen schicken Pfeil, unser Ziel halt. Ja, beim letzten Mal haben wir nämlich, war das beim letzten Mal oder was, beim vorletzten Mal? Ne, beim vorletzten Mal haben wir Sokolov ja mehr oder weniger entführt. Ja, er ist jetzt da drin eingesperrt in einem Käfig und wir müssen ihn verhören. Ja, beim letzten Mal haben wir natürlich auch ein Bestechungsmittel dafür uns besorgt, denn Sokolov wollte so einfach nicht reden. Ich denke mal, das war einfach die bessere Methode, anstatt ihn mit irgendwelchen Ratten zu bedrohen, die ihn dann vielleicht abnagen oder wo er dann vielleicht selber diese Seuche kriegt. Beim letzten Mal haben wir außerdem auch noch einen Knochenartefakt bekommen, das defekte Ohrwerk, ja. Und diesmal geht's jetzt direkt weiter hier mit dem Verhör von Sokolov. Ja, wir haben ja alles, denke ich mal. Ich könnte einen Drink vertragen. Das ist schön. Kriegst du auch gleich? Jo. Ich habe hier eine Flasche King Street für Sie. King Street Brandy? Ich dachte nicht, dass es noch welchen gäbe. Ein außerordentliches Geschenk. Ich habe es mit Männern mit Geschmack zu tun. So viel kann ich Ihnen sagen. Sie wurde immer Lady Boyle genannt. Ich habe sie gemalt, aber sah weder ihr Gesicht noch hörte ich ihren Vornamen. Sehen Sie, denn ich malte eine Rückenansicht. Sie ist dennoch ein wirklich unglaublicher Anblick. Aber ich weiß nicht, welche Schwester sie ist. Sie sollte mir heute Abend auf einem Maskenball zu ihren Ehren vorgestellt werden. Ein Termin, den ich jetzt wohl verpasse. Was? Ein Maskenball im Hause Boyle? Heute Abend? Das passt hervorragend, Corvo. Aber die Boys sind reich und skrupellos. Ihr Haus wird gut bewacht sein. Natürlich haben Sie schon eine Maske, nicht wahr, Corvo? Er hat recht. Sie könnten sich unter sie mischen, wenn sie einmal drin sind. Sie müssen herausfinden, welche der Boyle-Damen gemeinsame Sache mit dem Lordregenten macht. Töten Sie sie. Wir sind fast am Ziel. Wenn Sie das heute schaffen, können wir den Lordregenten besiegen und Emily einsetzen. Das Schicksal sei mit Ihnen. Ja, das Schicksal sei mit mir. Wir wissen Bescheid. Ja, Feuer Sokolov, das haben wir erfolgreich abgeschlossen. Das ist schön. Döde Lady Boyle. Ja, fahre mit Samuel zum Boyle-Anwesen. Das machen wir natürlich. Ja, und ja, doch schon lustig, dass wir jetzt so langsam in die Richtung kommen, wo wir tatsächlich, ja, auch etwas gegen, ja, diejenigen unternehmen können, die tatsächlich die Kaiserin Jessamine auf dem Gewissen haben. Und das ist doch gar nicht mal so verkehrt. So, ich will nur noch mal ganz kurz hier schauen, ob wir hier nicht noch irgendwas übersehen hatten. Ja, Tyvianisches Erz. War ich beim letzten Mal nicht hier oben und habe hier alles mitgenommen? Ich meine nämlich eigentlich schon. Wundert mich, dass hier noch ein bisschen was zu finden ist. Aber gut. Ich will mich nicht beschweren. Wir nehmen es einfach mal mit. Sokolovs Gesundheitselixier. Und hier gibt es nichts weiter. Alles klar. Dann gehen wir wieder da runter. Jetzt muss ich mal ganz kurz... Oh, das war so. Ja, ich muss mich natürlich auch wieder an die Störung gewöhnen. Das ist mal klar. Den... Ja, ist nicht schön. Was heißt nicht schön? Es ist immer eine Gewöhnungssache, sich an die unterschiedlichen Steuerungen hier zu gewöhnen. Denn für gewöhnlich... ich meine, ihr wisst ja selber, ich habe mehrere Projekte auf meinem Kanal gleichzeitig und da muss man natürlich mehrere Spiele spielen. Und ich sehe hier gerade eine Luke, deswegen gucke ich auch hier so verwundert raus. Was heißt nicht unbedingt verwundert, aber ich habe so ein bisschen Bammel, wenn wir jetzt unterwegs sind zu Lady Boyle, dass er hier ausbricht und dann vielleicht der kleinen Lady Emily irgendwas antut. Oder sie vielleicht als Testsubjekt missbraucht. Ah, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Vor allem, was ist das für ein Korbrad hier? Machen wir diesen. Vor allem, wo geht das dann auf? Irgendwo muss es ja... Ich weiß es nicht, Leute. Ich lasse es mal lieber mit dem Korbelrad. Ich habe ein bisschen Bammel, dass wir jetzt damit dann die Ratten freilassen und das wäre, glaube ich, nicht so toll. Wie ich höre, sind Sie zur Feier der Boyles unterwegs. Ich habe nur eine kleine Bitte an Sie. Geben Sie bitte Lord Shaw diese Nachricht. Ja, okay. Kann ich machen. Sie erkennen ihn. Ein eher grober Mann in einer Wolfsmaske. Und er sucht wohl nach mir.
Ich weiß nicht, ob ich das jetzt für gut heißen soll. Pendletons Notiz, optional, bringe eine Notiz zu Lord Shaw. Ja, bla bla bla. Ist immer wieder schön, wenn dann die Nachrichten so schnell weggehen. Also hier, optional, bringe eine Notiz zu Lord Shaw. Er ist auf der Feier der Boyle-Schwestern und trägt eine Weißmaske. Natürlich machen wir das auf jeden Fall. Ja, du fandest heraus, letzte Frage, du fandest heraus, Lady Boyle ist die größte Unterstützerin des Lord-Regenten. Aber drei Frauen der Familie Boyle sind als Lady Boyle bekannt. Die Frau des verstorbenen Lord Boyle und ihre Schwestern. Sokolov weiß nicht, welche es ist, da er unter besonderen Umständen nur den Rücken einer Lady Boyle gemalt hat. Du wirst am Abend eines vornehmen Maskenballs zum Anwesen der Boyles geschickt, um herauszufinden, welche Lady Boyle auszuschalten ist. Ja, das machen wir natürlich und ich weiß nicht, Missionshinweise, sehen wir da schon irgendwas? Ja, der geisterliche Arzt wurde gefangen genommen. Verhört haben wir ihn, ja, mit dem Bett von Cecilia, das ist mal auch schon, wir hatten uns den Schlüssel schon angeeignet und entsprechend dort das Knochenartefakt geholt, deswegen können wir eigentlich, ich schaue nochmal ganz kurz nach, wie viel, ja, 578 Münzen, wir können nochmal ganz kurz zu Piero gehen. Ich weiß gar nicht, ob man jetzt mit den, oh. Aber natürlich. Haben Sie Piraten gesehen? Welche versenkt? Selbstverständlich. Dutzende, oh ja. Aber das ist nichts für junge Mädchen. Aber ich werde Kaiserin werden, oder? Dann muss ich selbst viele feindliche Schiffe versenken. Das machen Kaiserinnen doch, oder? Gewiss. Ich wusste es. Ich habe gelesen, dass Piraten Hexen an Bord haben, die Stürme beschwören und Wale befehligen können. Stimmt das? Ja. Nun, größtenteils. Lassen wir das jetzt. Na gut. Okay, schön, wie Hayflock und Emily hier miteinander reden. Ja, Emily, warte mal. In der Golden Cat sah alles so schick aus. War irgendwie anders schick als im Palast. Madame Prudence sagte, dass die Damen dort Prinzessinnen wären und die Männer kämen, um sie zu bewundern. Ja, das ist schön. Wo gehst du eigentlich hin? Naja. Die soll uns eigentlich Schnuppe sein in dem Moment. Offenbar läuft sie hier im Mund herum und jetzt ist Hayflock weg. Eigentlich wollte ich auch noch mal kurz mit ihm reden. Wo ist er denn? Hayflock? Ja, vielleicht ist er ja hier drin. Hayflock? Das ist immer schön, dass die Charaktere bzw. die NPC hier einfach mal weglaufen. Sie haben bereits den Geist des großen Sokolov erforscht. Ich bin begeistert, mit Ihnen und Sokolov zwei so große Persönlichkeiten bei uns zu haben. Ich frage mich, ob wir Sokolov für uns gewinnen können. Ja, das frage ich mich mitunter auch, ne? Also wie gesagt, ich habe so ein bisschen Bammel, dass er jetzt gegen uns schießt und dann so ein bisschen Bockmist verzapft. Wallets. Bewundernswert, wie Lord Pendleton angesichts dieses Verlustes die Fassung bewahrt. Okay, alles klar. Und das dürfte hier oben Piero sein, hoffe ich mal. Piero. Sie benötigen meine einzigartigen Dienste? Jawohl. Wir können rasch in mein Geschäft zurückkehren. Das ist aber schön. Ja, lassen Sie mich mal sehen, was Sie da haben. Und dann schauen wir hier direkt mal bei den Verbesserungen rein. Pistolenmagazin. Wir holen uns mal das größere Pistolenmagazin, denn das ist mir dann doch schon wichtig. Klar, ich weiß, für 500 hätten wir uns auch noch Rune holen können. Hätten wir machen können, haben wir jetzt nicht. Von daher passt das schon irgendwie. So, 4 von 9. Springminen haben wir noch eine übrig. Ist jetzt nicht so viel. Münzen haben wir noch insgesamt 278. Die Frage ist, was holen wir denn? Wir haben, ja, 20 Bolzen. Die sollten reichen. Brandbolzen haben wir 5. Die sollten eigentlich ausreichen. Und Betäubungsbolzen haben wir keinen einzigen. Kann ich mir die... Kosten 30... Achso, 10 von 10. Wo habe ich denn so viele her? Wo habe ich denn so viele Betäubungsbolzen her, Leute? Hatte ich mich schon mal ausgerüstet? Was für ein seltsames Ereignis gerade. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. So, Pieros Elixier, 8 von 10. Ja, Pieros Mana... hat Sokolovs Gesundheitselixier 8 von 10 und Pieros Mana Elixier 9 von 10. Das ist schon nicht so verkehrt. Und deswegen könnte ich mal sagen, mit dieser Ausrüstung dürfte man eigentlich auch zurechtkommen. Ja. Zack, wir gehen mal hier runter. Ja. Kommen wir da irgendwie? Irgendwo hin? Können wir hier vielleicht noch irgendwas finden? Achso, das ist... Ja, ja, ja. Alles klar, das ist hier oben. Da drüben war ja die junge Lady Emily drin und hat geschlafen. Naja, wenn man das als Schlafen bezeichnen kann, denn sie hatte ja Albträume, was nicht unbedingt so schön war, aber da machst du halt nichts, ne? Da machst du nichts. Okay, dann holen wir mal das hier raus. Zack. Und
dahin. Und dann sollte das Ganze eigentlich passen. Okay, gehen wir mal. Ach, da ist ja der Hayflock. Alles klärchen. Hayflock. Ein Maskenball. Und Sie tragen die gerissenste Maske von allen. Ja, natürlich, meine eigene nämlich. Okay. Da haben wir also alles. Hier gibt es nichts mehr zu holen. Dann machen wir uns einfach mal auf mit Samuel zu dem Maskenball. Ich bin mal gespannt, wie das dann dort werden wird. Der Maskenball der Boyles, wie? Mhm. Eine spaßige Sache, aber nicht für jeden. Bereit? Ich weiß nicht, ob ich würde mal sagen, ja, bringen Sie mich zum Boyle-Anwesen, Samuel. Zack, dann setzen wir die Maske wieder auf und los geht's. Ja, töte Lady Boyle. Du kannst die meisten deiner übernatürlichen Kräfte auch unter Wasser nutzen, ja, das ist gut zu wissen. Lady Boyles letzte Feier. Du fandest ja raus, Lady Boyle ist die größte Unterstützerin des Lordregenten. Ja, okay, alles klar, das kennen wir ja, habe ich euch vorgelesen. Auf zum Maskenball, Leute. Der Lordregent legt sich für die Boyles ins Zeug. Dachte nicht, dass hier heute Tallboys patrouillieren. Pass auf, Corvo. Die verstehen keinen Spaß. Mhm. Die gute Nachricht, wenn sie es auf die Feier geschafft haben, werden sie dank ihrer Maske gar nicht auffallen. Genießt den Abend mit Menschen von wahrem Format. Besser ihr als ich. Ja, ist schon klar. Also Leute, das da oben ist ein Tallboy. Das haben wir auch ganz, ganz weit am Anfang in dem Albtraum. Ich weiß nicht, ob man das als Albtraum bezeichnen kann. Auf jeden Fall, als wir das erste Mal auf einen Outsider gestoßen sind, haben wir diese Dinger schon mal gesehen. Nicht in Aktion, das haben wir nämlich jetzt. Oh Mann. Ja. Missionshinweise. Eine von den Boyles ist schuldig. Welche? Ist noch unklar. Mische dich unter die Gäste des Maskenballs, um die Zielperson zu identifizieren. Das machen wir natürlich und optional bringe eine Notiz zu Lord Shaw. Das machen wir auch, Leute. Jetzt müssen wir allerdings erstmal zu der Feier der Boyles gelangen, also zu deren Anwesen. Und ja, das wird auf jeden Fall keine einfache Aufgabe. So, da kommen wir nicht hoch. Da drüben kommen wir hin. Was, da warte ich schon mal halt darüber. Was steht denn da? Wo steht hier? Restricted by order of the City Watch, ja. Gut deutsch gesagt, ne, die Stadtwache erlaubt es nicht, dass man hier hochgeht. Beziehungsweise hier anlegt und so weiter, ne? Ja, no citizens allowed, keine Bürger erlaubt. Moment, wir gehen mal hier in Deckung. Und dann sehen wir zu, dass wir uns mal hier einen kleinen Schlachtplan machen. Also, da hinten ist die Feier der Boyles. Dort ist eine Rune, dort ist eine Rune und dort ist auch ein Knochenartefakt. Hier ist auch ein Knochenartefakt. Ich würde sagen, da wir sowieso in diese Richtung müssen, werden wir wahrscheinlich erstmal hier hochgehen, das dort holen. Aber natürlich muss man aufpassen, denn dort sitzt der Tallboy. Würde ich einfach mal sagen, schleichen wir hier hoch. Achtung, Bürger! Räumen Sie die Straßen! Dieses Gebiet steht auf Wunsch der örtlichen Hauseigentümer nur geladenen Gästen auf. Unautorisierte Okay, wartet, Leute. Wartet. So, da oben müssen wir rein. Das ist der Tallboy. Wundert mich, dass er uns jetzt nicht sieht. Okay. Dort hoch und von dort irgendwie darüber. Funktioniert das? Eventuell. Wir können es probieren. Da hinten sind Stadtwachen. Wir probieren es einfach mal. Mehr als schieflaufen kann es ja auch bloß nicht. Oh, wie schön. Mal. Okay, das muss das Anwesen sein und es sieht richtig, richtig schick aus in meinen Augen. Feuerwerk dazu auch noch. Okay, das Feuerwerk, das ist jetzt nicht so... Ja, pralle, würde ich mal behaupten, aber besser als gar nichts. So, wir gehen mal hier hoch. Kommen wir denn? Ich glaube nicht, dass wir da... da kommen wir nicht hin. Okay, alles klar. Finde ich ein bisschen schade. Das heißt, wir müssen einen anderen Weg da reinfinden. Moment, da lang vielleicht... Okay, Nachtsicht. Der fährt da um. Alles klar, dann können wir da reingehen. Vor allem, was ist das hier? Können wir das Licht ausmachen? Nee, kann man nicht. Finde ich ein bisschen schade. Aber vielleicht.
Vielleicht können wir ja hier mal mit denen nehmen. Dieser Ort macht mir Angst. Hat hier nicht die Lumpengräfin gewohnt? Ja, die hat hier gewohnt. Die verrückte alte Dame. Die verrückte alte Dame, die Lumpengräfin, die hat ganz am Anfang, wenn ihr euch daran erinnert, das war die Lady, die... Okay, alles klar, den haben wir. Ach, das ist ein Weiner, ja. Und den tut es mir natürlich nicht leid. Ein Weiner, ein Gegner also. Aber gut zu wissen, dass man die auch schlafen legen kann, mehr oder weniger. Also sprich auch unauffällig ausschalten kann. Und nicht jetzt unbedingt darauf setzen muss, dass man die direkt so richtig schön angreift. Weil ich glaube, dann schreien die auch ein bisschen laut rum. Weiß es nicht, aber wenn ich mich richtig zurückerinnere, dann ist das tatsächlich so. So, wo ist denn jetzt hier? Oh Gott, geht das hier weiter hoch? Okay, was steht da? Geh weg. Er lebt hier nicht mehr. Interessant. Und hier ist eine Rune. Da ist das Knochenartefakt in die Richtung. Rune, 13 Meter. Wahrscheinlich auch ein Weiner. Da oben sind auch zwei Stück. Ach du meine Güte, okay, alles klar. Dann schauen wir doch mal, dass wir erstmal hier unten. Okay, langsam. Oh Gott. Okay, den unten konnten wir noch. Den hier können wir nicht mehr. Wieso, weshalb, warum, keine Ahnung. Wir nehmen erstmal das hier. Tagebuch der Lumpengräfin, da schauen wir gleich rein. Wir schnappen uns jetzt mal eben. So. Ja, alles klar. Gehst mal auch hin. Ich weiß gar nicht, warum. Der andere ist verschwunden, nachdem wir ihn mit dem Messer getroffen haben. Schaut mal hier, waren die hier vielleicht drin? You wanted me to decide. Ihr wolltet, dass ich entscheide. Ihr habt mich gefragt, es... Ihr habt mich gefragt, es zu tun. Da ist ein Loch in der Welt. Okay. Knochenartefakt. Mal sehen. Rattenjäger haben wir bekommen. Okay, wenn du Ratten tötest, steigt dein Adrenalin ein wenig. Auch nicht so verkehrt. Aber nichts, was man jetzt so wirklich immer braucht. Also nichts Überragendes. Wo ich jetzt sage, Mensch, das ist ja Wahnsinn. Ein Elixier, das nehmen wir natürlich mit. Wir nehmen natürlich auch wieder, ist ganz klar, so viel wie möglich mit. Aber erstmal alles hier finden. Ja, was steht hier? Trary. Okay, nagelt mich nicht fest. Ich weiß es gerade nicht, was das heißt. Könnt ihr gerne in die Kommentare unten reinschreiben, wenn ihr das wisst. Ich werde es vermutlich später einfach mal nachgoogeln, aber... Jetzt so auf die Schnelle habe ich da jetzt auch keine Möglichkeit. Alles klar, wir gehen mal wieder in Deckung. Heilkräuter. Pieros Mana-Elixier. Braucht man nicht. Okay, eine Rune. Der Weg zu einer Feier, Corvo. Davon hast du also geträumt? All die Monate im Gefängnis von Coldridge, während du auf den Henker gewartet hast? Reichtum, schöne Frauen in der neuesten Mode, Gelächter und tivianischer Wein. Und dann die Gastgeberin, Lady Boyle. Ich sehe all ihre Tage und weiß, entweder stirbt sie heute durch deine Hand oder sie verbringt Tage, Monate und Jahre fernab, während ihre feine Kleidung zu Lumpen zerfällt und ihr seidiges Haar stumpf und grau wird. Die halbe Stadt sieht den Lichtschein der Feier und träumt von ihren Köstlichkeiten. Wirst du das alles zerstören? So oder so, es wird Lady Boyles letzte Feier. So oder so, es wird Lady Boyles letzte Feier. Und ganz ehrlich, das hat sich gerade danach angehört, als ob diese Lady Boyle, wenn wir nichts tun, auch zur Lumpengräfin. Also, ja, so oder hin vegetiert irgendwann wie die Lumpengräfin.
Das ist ein bisschen traurig, sowas zu hören, ne? Aber letzten Endes hat er vielleicht sogar recht damit. Wir haben jetzt jedoch erst einmal, ja, 3 Runen haben wir. Das heißt, wir könnten entweder sparen auf den Schattenangriff hier. Da braucht man 4 Runen. Alle Gegner werden beim Sterben zur Asche. Das wäre natürlich schön. Oder wir schnappen uns was anderes. Ja, die Frage ist dann natürlich was. Plutos, Stufe 2, baut Adrenalin schnell auf und ermöglicht dann tödliche Nahkampfschläge. Aktiviert einen Doppelangriff für Adrenalinschläge, der gegen mehrere Gegner in Reichweite eingesetzt werden kann. Das ist natürlich nicht verkehrt. Vitalität haben wir schon voll. Beweglichkeit, gesamte Bewegungsgeschwindigkeit erhöht sich, was natürlich auch nicht verkehrt ist. Ich denke mal, das werden wir auch machen, höchstwahrscheinlich. Beherrschung habe ich noch gar nicht. Erlaubt die kurzzeitige Übernahme von Tieren. Ganz ehrlich, Leute, ich weiß überhaupt nicht, warum ich jetzt hier Tiere verwenden sollte. Also wahrscheinlich dann so Ratten oder sowas übernehmen sollte. Nur um dann vielleicht zu sehen, was dort in den einzelnen Räumen ist. Auf der einen Seite vielleicht nicht verkehrt, auf der anderen Seite könnte man... Upsala, Beherrschung, strategischer Hinweis. Beherrschung ist eine sehr mächtige Kraft, mit der du für eine Weile mit einem Tier wie einem Fisch oder einer Ratte verschmelzen kannst. Du musst dafür einen freien Blick auf das Ziel haben. Mit dieser Kraft kannst du dich beim Schleichen in kleinen Winkeln verstecken oder Wege benutzen, die normalerweise zu klein für dich sind, so wie Wasserrohre oder Luftschächte. Wenn du die Kontrolle über eine Ratte übernimmst, werden Gegner versuchen, dich zu zertreten. Als Wolfshund kannst du schnell sprinten. In der zweiten Stufe kannst du auch Menschen übernehmen, deren Kontrolle ist begrenzt. Kampf und Schnellbewegung sind nicht möglich. Einfache Aktionen wie das Öffnen einer Tür oder das Sammeln von Gegenständen hingegen schon. Verbündete des übernommenen Menschen werden dich nicht angreifen. Sicherheitssysteme wie ein Blitzpfeiler oder eine Lichtwand, die auf die übernommene Person abgestimmt sind, fügen dir keinen Schaden zu. Falls du von einem erhöhten Ort hinunter, stoppt die Übernahme eines Tieres oder Menschen in deinem Fall. Ja, ist gar nicht mal so verkehrt. Allerdings, bin ich ganz ehrlich, würde hier erst die zweite Stufe letzten Endes in meinen Augen richtig Sinn machen. Was haben wir hier? Einen tödlichen Schwarm beschwört, einen Rattenschwarm, der andere angreift und nach kurzer Zeit verschwindet. Ja, der Schwarm verzehrt außerdem Leichen. Strategischer Hinweis, ja, der den Weg. Ein Rattenschwamm, der jeder Angriff, der im Weg steht. Zwei Gegner werden normalerweise dadurch getötet, aber die Angegriffenen setzen sich normalerweise zur Wehr. Ist die Gegnergruppe groß genug, kann sie so viele Ratten töten, dass sich der Schwarm auflöst. Tödlicher Schwarm kann auch zum raschen Verschwinden lassen von Leichen eingesetzt werden. Besitzt du die Kraft beherrschen, kannst du Ratten beschwören und eine davon übernehmen. In der zweiten Stufe beschwörst du mehr Ratten, die mehr Schaden anrichten und Leichen schneller verzehren. Ja, das ist alles nicht verkehrt, ne? Wisst ihr was? Wir nehmen erstmal den Windstoß. Drücke die rechte Maustaste, um einen mächtigen Windstoß zu erzeugen, der deine Gegner umwirft und fortschleudert. Mit dieser Kraft kannst du auch Feuer löschen, Holztüren zerschmettern und Geschosse, wie beispielsweise Pfeile zum Schützen, zurückschleudern. In der zweiten Stufe werden Gegner mit einer solchen Wucht gegen Wände geschleudert, dass sie dadurch sterben. Ja, sehr schön. Dann haben wir das auch. Und ich sehe schon, wir sind eigentlich schon relativ weit am Ende. Und noch gar nicht so wirklich viel geschafft. Wir nehmen aber noch... da ist ja noch ein zerstoßener Kristall. Nehmen wir mit. Tagebuch der Lumpengräfin. Ich kann ihm nicht trauen. Man kann nicht lieben, wenn man ihm nicht vertraut. Das ist das Lied, das die Vögelchen singen, wenn es kalt wird. Und das schlechte Wetter sie aus ihren niedlichen, selbstgebauten Häusern vertreibt. Niedliche Häuser. Ruiniert. Nutzlos. Deswegen hassen die Vögelchen das Wetter, das sie betrogen hat. Sie ziehen los, um nach neuen Häusern zu suchen, die nicht so kalt und düster sind. Ich ziehe auch los. Meine Reisetasche ist gebackt. So düster, wohin man nur schaut. Ich kann es nicht mehr ertragen. Geht die Lumpengräfin scheint hier tatsächlich ordentlich gelitten zu haben. Ach, was willst du machen, ne? Esma Boyle ist a rotting hound. Tja, Esma Boyle, wahrscheinlich die Dame, die hat, weiß wahrscheinlich erstmal, ist ein verrotteter Hund oder ein rotting hound. Ja, jedenfalls ein Hund. Verräter. Verräter. So, haben wir denn sonst noch irgendwas hier drin? Ja, nicht, ja. Ich frage mich, wie lange das Feuerwerk da anhält. Tja, was haben wir da? Rune 91 Meter, Knochenartefakt 92 Meter, Feier der Bolze. Das ist wahrscheinlich dann da drin irgendwo. Da werden wir noch nicht reingehen. Also das hier drüben ist das Anwesen. Wahrscheinlich müssen wir da rein. Und deswegen denke ich mal, es ist gefahrlos möglich, hier sämtliche Knochenartefakte rauszuholen. Das Knochenartefakt von hier haben wir. Rune von hier haben wir. Irgendwo in der Richtung muss aber noch was sein. Eine Rune. Bevor wir das machen, da war noch ein Weg auf dem Dach. Aufs Dach. Halt, wo lang? Da. Das mag ich mir natürlich auch noch anschauen. Das können wir nicht mitnehmen hier. Alles klar, da ist auch nichts drin. Dann gehen wir mal hier hoch.
Okay, hier stand wahrscheinlich die... Okay, ein bisschen neblig. Da standen wahrscheinlich die anderen Weiner, die wir auch erledigt haben, die uns dann angegriffen haben, Leute. Gerade eben. Aber gut, mit diesem Ausblick hier auf diesen Trollboy... Okay, irgendwo schon da unten, irgendwo unterhalten sie sich. Ja, da unten. Ja. Also, mit dem Ausblick auf das Anwesen, wo wir rein müssen, werde ich mal diesen Bart beenden. Hier an der Stelle einen Cut setzen. Ich hoffe, euch hat es soweit gefallen bis hierhin. Ja, beim nächsten Mal werden wir natürlich dann noch die restlichen Runen- und Knochenartefakte hier holen und dann auf uns das Anwesen machen und vor allen Dingen auch versuchen, diese eine Nachricht zu überbringen. Von Lord Bentleton an den Herrn in der Wolfsmaske. Okay, Leute, wenn es euch gefallen hat, ein Däumchen nach oben. Wenn nicht, natürlich ein Däumchen nach unten. Und ansonsten, wenn ihr mich unterstützen wollt, teilt den Inhalt zum Video, abonniert meinen Kanal und vor allen Dingen für die neuesten Informationen folgt mir auf Twitter. Ja, und ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Dishonored, die Maske des Zorns. Bis dahin, Leute. Ciao.